Das Finale der Kampagne impliziert zwar mit seinem Namen ein Mirror-Match, aber tatsächlich tritt ihr erneut gegen die Römer mit einem Hauch Trojanern an. Euer Ziel ist die Eroberung dieses Schlosses bzw. die Vernichtung des blauen Spielers. Dieser hat keine eigene Wirtschaft, wird aber von den beiden anderen Spielern geschützt, die sehr wohl eine solche besitzen. Der Berg in eurer Siedlung enthält alle Rohstoffe, einschließlich Nutzlosium, aus welchem Grund auch immer. Falls ihr nicht ohnehin schon in Steinen ertrinkt, findet ihr mehr davon in der östlichen Bergkette, die euch weitgehend vor der Expansion der beiden Römer schützen sollte. Wirklich besonders ist rohstofftechnisch nur der Umstand, dass es nur einen Ort gibt, wo ihr Wasser beziehen könnt, und ihr werdet eure Wasserwerke nicht gut platzieren können. Blau wird euch einmal recht früh angreifen, hört aber danach praktisch auf zu existieren, und da er keine Priester hat, sollten eure Staatssoldaten den Angriff locker abwehren können. Ihr startet auch mit drei Imkereien, deren Output ihr durchaus mitnehmen könnt, es gibt aber anders als durch die Kartentipps angedeutet keinen besonderen Grund, Magie einzusetzen. Die Bergkette bietet aber keinen vollständigen Schutz vor der Expansion des grünen Spielers, ihr werdet also den Bereich nördlich der Berge sichern müssen. Wenn ihr soweit seid, kämpft euch einfach durch die Römersiedlung bis zum blauen Spieler durch und vernichtet ihn. Grün und Gelb ergeben sich dann. Damit wäre der Feldzug der Wikinger in England siegreich beendet, ebenso wie die Kampagne. Womit nur noch die Trojaner-Kampagne fehlt, damit wir alle offiziellen Siedlerkampagnen durchhaben.